Vielen Dank, Herr Präsident. Schönen guten Abend, Herr Kommissar. Als Schattenberichter der S&D-Gruppe möchte ich auf besonders zwei Aspekte zu diesem Fonds hinweisen. Erstens ist das Ziel des Treuhandfonds, schnell und konkret auf Notsituationen in den folgenden Regionen zu reagieren. Es betrifft die Sahelzone, die Region um den Tschadsee, das Horn von Afrika sowie Nordafrika. Durch Projekte zur Wirtschaftsförderung, vor allem zur Bekämpfung von Fluchtursachen, soll hiermit beigetragen werden. Und da stimme ich mit Ihnen, Herr Kommissar, überein, das ist gut und richtig. Aber leider sind dabei auch Projekte zur Grenzsicherung vorgesehen. Und die Sozialdemokraten sagen dazu ganz eindeutig, dass Grenzkontrollen keine Fluchtursachen bekämpfen und Grenzsicherung das Problem eigentlich noch mehr verschärfen. Wenn jemand fliehen will und Anspruch auf ein Asylverfahren in Europa hätte, darf er nicht daran gehindert werden. Verstärkte Grenzkontrollen führen dazu, dass Schlepper noch waghalsigere Strategien ausdenken und die Menschen, die vor Not fliehen, in weitere Gefahren bringen. Deswegen müssen wir sehr genau darauf achten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wofür die Gelder in den Regionen ausgegeben werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Planung der Projekte und der Kontrolle sollte das EU-Parlament, also wir, als demokratisch gewählte Institution einen stärkeren Einfluss bekommen. Der zweite Punkt betrifft die Finanzierung von Projekten über die Treuhandfonds. Sie dürfen nicht dazu führen, dass langfristig angelegte Projekte, die eine echte Entwicklung ermöglichen, zugunsten kurzfristiger Programme gefährdet werden. Der Treuhandfonds wird zum größten Teil aus dem Europäischen Entwicklungsfonds finanziert, welcher außerhalb des EU-Haushalts liegt. Der Rückgriff auf Finanzinstrumente außerhalb des Haushaltsplans der EU ist aber nicht nachhaltig. Grund dafür ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Beiträge freiwillig beisteuern und die Summen selber festlegen können. Bei diesem Fonds war, und das wurden schon öfters heute Abend von meinen Kollegen ausgemacht, war angedacht, dass die Mitgliedstaaten eben einen Kommissionsbeitrag von 1,8 Milliarden Euro ebenfalls einzahlen. Bisher sind nur etwas über 81 Millionen Euro zusammengekommen, also nur ein Bruchteil, der gleich mehrere Regionen Afrikas versorgen soll. Da ist es eine Blamage, die den ganzen Fonds seitens der Mitgliedstaaten in Frage stellt. Vielleicht sollten wir, und ich komme zum Schluss, uns deswegen langfristig überlegen, was wir Sozialdemokraten schon lange fordern, nämlich dass der Europäische Entwicklungsfonds in naher Zukunft ganz in den EU-Haushalt eingegliedert wird. Herzlichen Dank.